Hallo ihr Lieben, hier ist Luise von geburtsreflex.de und heute möchte ich euch einladen in eine Welt der Vorstellung, in eine Möglichkeit, in die Möglichkeit zu gebären, dich als Gebärende wahrzunehmen, so wie es die Natur für uns Menschen, für uns menschliche Säugetiere vorgesehen hat. Und ich möchte dir das so bildlich wie möglich beschreiben und dich dazu einladen, dir das mal vorzustellen, wie das ist, dich in diese Gebärwelt einzulassen. Ich als Gebärende erwarte, an einem Ort zu bleiben. Mein innerstes Wesen als Säugetier erwartet, dass ich an dem Ort, an dem ich bin, mich vollkommen wohl und sicher fühle, dass ich mich geborgen fühle, dass es ein Ort ist, den ich in- und auswendig kenne, der mir so bekannt ist, dass ich mich darin blind bewegen kann, dass es nach mir riecht, dass es gemütlich ist, dass ich Orte habe, mich frei zu bewegen, mich irgendwo festzuhalten, wie in einem Türrahmen, oder mich ganz entspannt hinzulegen und meinen innersten Impulsen ganz entspannt Raum zu geben. Daran kann ich mich bewegen, ganz frei bewegen. Mein Körper darf sich völlig frei bewegen, so wie es im Einklang mit meinem Kind, das geboren werden will und das aktiv an der Geburt beteiligt ist, in Einklang mit mir und meinen Bewegungen meines Körpers geboren werden möchte. Und ich bin in Kontakt mit mir und meinem Körper, den unglaublichen Kräften, nehme sie an, weiß, dass es unglaubliche schöpferische Kräfte sind und ich liebe und nehme diese Kräfte an und lasse sie durch mich wirken. Ich gebe mich völlig den unwillkürlichen Bewegungen meines Körpers hin. Mein Körper darf heute alles tun. Alles tun, wozu mein Körper gerade Ja sagt. Wozu das Baby, mein Baby, wozu wir gemeinsam hier heute in diese Reise aufgebrochen sind. Ich gebe mich hin in die Bewegung. Ich gebe mich hin in den Kontakt, in die Berührung durch das Kind. Ich bin verbunden mit meinem Kind. Wir sprechen miteinander. Mein Kind erzählt mir, wie es ihm oder ihr geht. Ich nehme die Impulse meines Kindes auf und gebe der Ruhe, dem Ruhebedürfnis nach, wenn es Ruhe braucht oder mein Körper Ruhe braucht und ein Ausruhen haben möchte. Oder ich gebe mich der Bewegung hin, wenn es eine Bewegung braucht. Schmerzen nehme ich als Impulse, mich zu bewegen, mich zu verändern, mich offen zu machen, weit zu machen, tief in den Bauch zu atmen und dadurch dem Kind Raum zu schaffen in mir, dass es sich nochmal bewegen kann. Ich atme tief in den Bauch und öffne alles, was zu öffnen geht. Mein Muttermund öffnet sich. Meine Vagina weitet sich. Mein Kopf fängt an zu leuchten. Ich tauche in einen meditativen, verbundenen Space ein. Ich bin in Einheit, Einheit verbunden mit allem, mit dem Kosmos, mit mir, mit dem Kind. Mein Körper weiß genau, was zu tun ist. Ich vertraue meinem Körper.
Ich vertraue meinem Kind. Ich bleibe an dem Ort, wo die Geburt von selbst gestartet hat, wo mein Körper entschieden hat, dass dieser Ort sicher ist zum Gebären. Und dieser Ort ist dunkel, hat nur wenig und wenn dann warmes Licht. Ich bin sicher und geschützt vor Artgenossen. Ich bin in mir sicher den Bewegungen, die die Geburt nötig machen. Ich weiß, welche Muskelgruppen ich wie bewegen kann, welche Gebärposition mir wohlig ist und wo ich in der, vor allen Dingen in der Endphase der Geburt, so richtig meine Muskeln entspannen kann, wie ich die entspannen kann, dass mein Kind sanft aus mir herausgleitet. Und ich bin verbunden, bin angebunden über meinen Atem, ich bin angebunden über meinen Tönen. Ein A öffnet mein Herz und ein U öffnet meinen Uterus, meine Gebärmutter, meine Vagina und macht mich weit. Und ein A macht mich offen für den sozialen Kontakt, für die Bindung, für die Hormone, die fließen wollen, um diese Geburt weich und sanft und schmerzarm wie möglich zu machen. Und es öffnet mich für die Bindung, wenn das Kind dann auf die Welt geboren ist. Und das U fährt meinen Körper runter. Und es kommt in eine Entspannung, sodass alle Muskeln, die nicht anspannen sollen, loslassen. Die alle locker werden. Und vor allen Dingen die Vagina wird locker und entspannt, sodass das Kind ganz sanft auf diese Erde gleiten darf. Und ich bin unbeobachtet. Menschen, die vielleicht anwesend sind, sind in Nachbarräumen. Vielleicht zur Sicherheit, falls sich irgendwas ungewöhnlich anhört, aber sie sind nur im Hintergrund und ich bin in mir verbunden, in meiner Kraft. Ich weiß, dass ich gebären kann, denn ich weiß, diese Kraft in mir ist meine Stärke und ich weiß, dass dieser Körper, unser menschlicher Körper, unser weiblicher Körper genau darauf ausgelegt ist zu gebären, in der Ungestörtheit meiner Räume, in denen ich mich wohlfühle. Und dieser Raum ist frei von Fragen und frei von sprechen müssen. Dieser Raum ist frei von beobachtet werden, von Video, Foto. Dieser Raum hat eine Möglichkeit, mich ins Wasser zu begeben, in warmes, nicht zu heißes Wasser. Besonders eher in der späten Eröffnungsphase. Nicht zu zeitig, mich mit diesem Wasser zu überfordern, sondern dass es kommen darf, wenn es in mir auftaucht. Oder ich darf auch die ganze Zeit an Land sein. Ich steige aus dem Wasser aus, wenn ich spüre, jetzt ist die Zeit gekommen, aus dem Wasser zu steigen. Jetzt fühlt es sich nicht mehr wohlig an. Jetzt gehen die Wellen wieder zurück. Die Geburtswellen werden weniger. Dann ist es für mich Zeit auszusteigen. Und dem Körper an Land weiter die Möglichkeit zu geben, die Geburt von selbst weiter zu bringen. Ich spüre mich selbst, ich fühle mich selbst, ich berühre mich selbst. Wenn ich wissen möchte, wie weit ich in der Geburt bin, dann spüre ich mich selbst, dann fühle ich in mich hinein, ich fasse in mich hinein, ich spüre, ich fühle den Muttermund von innen, die Weichheit, die Öffnung,
vielleicht das Köpfchen, vielleicht Füße, vielleicht den Po, jede Geburtslage ist willkommen. Und du heißt damit dein Kind willkommen, in dieser Welt so sein zu dürfen, wie es ist, geboren zu dürfen, geboren werden zu dürfen, so wie es ist, wie es geboren werden möchte. Und ich öffne mich, bin in Kontakt mit meinem Kind, spüre es, spüre mein Genitalraum sich weiten und öffnen und spüre den von innen und berühre mich liebevoll und herzlich und weiß, dass dieser Raum ein Ort ist, Leben zu geben, Leben zu spenden, sich zu weiten, sich zu öffnen. Sich zu entspannen, sich hinzugeben und das Kind zu empfangen. Und niemand, den ich nicht in diesem Raum haben möchte, darf der hinein, darf mich berühren. Nur Menschen, bei denen ich mich so wohl fühle wie bei mir selbst, dürfen das. Und auch bei dem wirklichen Moment der Geburt bin ich allein mit dem Kind. Das Kind und ich, wir dürfen uns auf uns konzentrieren. Wir dürfen uns herausnehmen, dem Bedürfnis unserer inneren Natur nachzugehen, allein zu sein, während das Kind das Licht der Welt erblickt und zu uns kommt und es darf, ich darf die Erste sein, die es blickt und es darf das Erste sein, was mich blickt. Und wir sind die Ersten, die uns berühren. Ich bin die Erste, die es berührt, die es empfängt, die es, wenn es unten hinausgleitet, ich darf es als Erste berühren. Denn ich weiß um die Konsequenzen, die es hat. Für mich, für unseren Hormonspiegel, für die Nachgeburtsphase, für das Gelingen des Stillen. Ich weiß darum und es ist wichtig, dass wir beide in unserer sicheren Blase sind und es erstmal nur um uns beide geht. Ich darf es anschauen. Ich darf es berühren, ich darf es zu mir nehmen. Ich darf die kleinen Hände massieren. Und ich darf abwarten, bis die Plazentarversorgung langsam zurückgeht und das Kind den ersten Atemzug tut. Und sie Lungen sich vollständig entfalten. Und die Plazentarversorgung abebbt und der Blutaustausch noch stattfindet. Das Blut, was aus der Plazenta noch dem Kind gehört, darf in das Kind hineinfließen und es darf herausfließen und es darf ein Austausch sein. Und in der ersten Stunde der Geburt oder vielleicht auch länger darf dieser Austausch wirken. Und es darf die Plazenta sich von selbst lösen. Durch den Prozess, dass ich das Kind an mich nehme, an meine nackte Haut, mein nacktes Kind auf meiner nackten Haut, dürfen sich berühren. Und dadurch die Hormone, die in uns beiden ausgeschüttet werden, die Verbindung sorgen, die für das Stillen sorgen, die für das Abtrennen der Plazenta, das automatische Abtrennen der Plazenta von der Wand, von der Gebärmutterwand sorgen, für den automatischen und sicheren Verschluss der dadurch entstandene Narbe und die Blutung ganz leicht stoppen. Ganz leicht, dadurch, dass wir in Verbindung sein dürfen, dass unsere Hormone fließen dürfen, dass du, mein Kind, bei mir bist
und dass meine Hormone, dadurch, dass du bei mir bist, fließen und dass deine Hormone bei dir fließen dürfen, die bei dir nötig sind, damit du atmest, damit du dich wahrnimmst, damit du wach wirst, damit du anfängst zu riechen und die Brust anfängst zu riechen und du darfst, ich lege dich so hin, dass du von selbst in diesem Leben ankommen darfst, deine ersten Bewegungen von selbst zur Brust zu krabbeln, dass du selbstbestimmt diesen Weg antreten darfst und ich lasse dich gewähren, ich lasse dich in deiner Freiheit. Ja, sein, ich lasse dich sein und du darfst dich zu der Brust hin bewegen und du darfst an der Brust ankommen und ich halte dich, ich stütze dich nur etwas, sodass du tun kannst, wofür du schon alles hast und ausgestattet bist. Und vielleicht habe ich gut für mich selbst gesorgt und ein kleines Töpfchen neben mich gestellt für den ersten Ausscheidungsgang, den du vorhast, während du an meiner Brust bist, während wir zwei immer noch allein sind, immer noch in dieser so wichtigen Bindungsphase, nur uns zwei haben, von keinerlei Ablenkung. Und wenn da ein Vater dabei sein möchte, wenn ihr beide, wenn ihr das spürt, dass der Papa dabei sein soll und darf, dann nehmt ihn dazu und er darf euch beobachten und er darf sein. Und gleichsam wisset, dass dieser Mensch Aufmerksamkeit auf euch geben darf, aber es geht gerade einfach um euch. Nur ihr zwei seid wichtig, ihr dürft die Augen füreinander haben und die Wichtigkeit dieses Moments für alle wirklichen Körperprozesse, die in dem Moment abgehen, für ein Ankommen sorgen in dieser Welt als Mutter, als Kind, die so wichtig sind und die alles Nachfolgende bestimmen und anziehen werden. Ihr sendet damit ein Resonanzfeld aus, ich sende damit ein Resonanzfeld aus, in Liebe, Einstimmung zu sein, in Freiheit zu sein, in Freiheit im Sinne von frei, was den Körper angeht. Ja. Und diese Freiheit für mein Kind genauso zu geben und zu bieten. Einfach mal so richtig gut für uns zwei zu sorgen. Man darf es egoistisch nennen, wenn man das möchte. Aber ich finde, es ist einfach so ein für Mutter-Kind, für das Mutter-Kind sorgen. Weil anfangs ist es einfach das Mutter-Kind. Das Kind ist noch nicht selbstständig. Es ist so sehr auf dich angewiesen als Mutter. Und ich als Mutter nehme mir heraus, mit meinem Kind eine Einheit zu sein. Mein Kind gut zu versorgen und mich selbst gut zu versorgen. Sehr gut für mich selbst zu sorgen und damit, dass ich sehr gut für mich selbst sorge, gut für mein Kind sorgen zu können. Zuerst komme ich und dann mein Kind. Und das ist wirklich wichtig, das ist mir wichtig, das ist meinem Kind wichtig. Und es wird mich immer wieder daran erinnern, wenn ich da rausfalle, auf seine Weise. Und ich bin so 1, 2, 3 Stunden mit meinem Kind nach der Geburt allein. Und ich bin so verbunden,
gut umsorgt. Lasse die Plazenta aus mir herausgleiten. Sobald ich das vernehme, sobald ich die Wahrnehmung spüre, jetzt ist das Blut aus der Plazenta rausgeflossen in mein Kind, das restliche Verbliebene. Die Plazenta hat sich gelöst, sie ist so klein geworden, dass sie ganz leicht geboren werden kann. Ich warte auf eine der Nachwehen und gebe die Plazenta mit hin, in einer ähnlichen Geburtsposition, wie ich mein Kind leicht geboren habe. Vielleicht in der Hocke. Und ich lasse meinem Kind seinen Zwilling, seinen Mutterkuchen, seinen Versorgungskanal, den belasse ich, so lange wie das Kind das behalten möchte, und gönne meinem Kind wieder die Freiheit, sich selbstbestimmt von diesem von seiner Versorgung zu trennen, die sie ihn so lange begleitet hat, die ihn durch 9 Monate lang begleitet hat. Selbstständig zu entscheiden, wann jetzt die Trennung passieren darf, wann die Nabelschnur von selbst abfallen darf. Und ich sorge gut für mich selbst, die Plazenta angenehm so zu positionieren zu meinem Kind, dass ich sie leicht mittragen kann, wenn ich mein Kind trage. Oder wenn Papa das Kind trägt, dass sie einfach mit dabei sein darf. Sie wichtig zu nehmen. Sie als das kleine Kind meines Kindes anzuerkennen, ihre Wichtigkeit anzuerkennen, als ein Versorgungsorgan. Ja, und dann darf ich gern die empfangen, die mir auch noch wichtig sind, die uns noch wichtig sind. Es ist wichtig, welche Bedürfnisse da gerade da sind, nach Nähe. Das Kind, Menschen, die dem Kind viel bedeuten werden, weil sie uns viel bedeuten. Besonders nahe Freundinnen, von denen wir, besonders nahe Verwandte, von denen wir wirklich möchten, dass sie viel Zeit mit unserem Kind verbringen, weil wir viel Zeit mit ihnen verbringen, die einzuladen. Die dürfen halt jetzt auch dabei sein. Ab jetzt dürfen sie. Sie müssen nicht. Du darfst dir auch noch mehr Zeit mit deinem Kind allein oder mit dir und deiner Familie, mit deinem Partner, deiner Partnerin herausnehmen und dir dann die Zeit wirklich nehmen, in Kontakt zu kommen. Erstmal anzukommen. Auf dieser Welt in Ruhe. Und ich nehme mir Langsamkeit raus. Ich nehme mir raus, viel zu schlafen. Mich von der Anstrengung, von den starken Wellen und von den Nachwehen, die jetzt noch da sind, von den Nachwellen, mit den Nachwellen gut in Kontakt zu sein. Und dafür gut in Kontakt mit meinem Baby zu bleiben. Denn es versorgt mich mit den Hormonen, die mich gut fühlen lassen. Auch wenn die Nachwellen noch stark sind, hilft der Kontakt zu meinem Baby, zu meinem Kind und das Stillen danach, die Nachwellen schnell und sanft zugleich werden zu lassen. Herzlich willkommen, Mama, und herzlich willkommen, Baby. Schön, dass ihr da seid, und ja, danke dafür, dass du dir das Video hier angeschaut hast, dass du da dich öffnest für einen alternativen Weg, für eigentlich den von der Natur vorgesehenen Weg, den
uns die Natur geschenkt hat, uns leichter, kürzer gebären zu lassen, uns schmerzfrei, schmerzarm gebären zu lassen, komplikationsfrei gebären zu lassen. Das ist so, ja, das Setting, was es braucht, das Setting, was im Hintergrund auch zu, dass das Stillen wirklich gut klappt, dass die Nachblutungen ganz leicht, ganz, ganz leicht gestoppt werden. Einfach naturgemäß. Das ist so der naturgemäße Weg, den die Natur für uns wirklich vorgesehen hat. Die Bibelstelle, die da heißt, Frauen werden unter Schmerzen gebären, ist einfach nicht wahr. Und das heißt einfach nur, wir werden auf diesem Paradies irgendwie vertrieben, wenn wir unseren Körper nicht annehmen, wenn wir das schaffen, den Körper so anzunehmen und uns diesem Körper hinzugeben und diesem unglaublichen Prozess der Natur hinzugeben, dann werden wir auf Erden das Paradies erleben während der Geburt, auch wenn es eine herausfordernde Geschichte ist, auch wenn es eine unglaubliche Stärke ist, die durch unseren Körper da durchrollt, diese Wellen, dann werden die so stark sein, dass sie unser Kind von selbst aus uns herausgebären, der Geburtsreflex einsetzt, der Plazenta-Ausscheidereflex einsetzt, der Milchspendereflex einsetzt. Alle Reflexe werden aktiviert werden, wenn wir sie eben nicht davon abhalten. Und ich möchte hier einfach auch nochmal sensibilisieren für die Geburtsumgebungen, die eben nicht so aussehen, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, dass diese Geburtsumgebungen für den Großteil der Komplikationen, die bisher im Geburtsumfeld existieren, verantwortlich sind. Und diese, das mal wirklich so anzuerkennen im Sinne von wir als Gesellschaft haben ein Bild von Geburt, was einfach dafür sorgt, dass wir eben nicht so in Liebe gebären können, wie es Natur, Mutter Natur eigentlich vorgesehen hat. Ja. Und da habe ich ganz viele andere Videos dazu, mache ich noch und habe ich schon gemacht. Und genau, das ist jetzt mal ein anderes, ein liebliches Video, weil ich gerade in der Energie bin. Ich habe es versucht, so gut wie möglich so ein bisschen aus der Ich-Perspektive zu machen, dass du dich einfühlen kannst, wie das halt wirklich ist. Und die Einladung, das immer wieder anzuhören, wenn du versuchst, in diesen Space einzutauchen, dir das vorzustellen, das in dir selbst zu erzeugen, ist natürlich viel, viel leichter, diese neue Art von Geburt zu träumen, mit jemandem mitzuträumen, der es halt erlebt hat, so wie ich das erlebt habe. Also zumindest einiges davon habe ich erleben dürfen. Manches, da wurde leider dann doch die Geburt gestört und dementsprechend, ja. Also vor allen Dingen in der Nachgeburtsphase, die sehr, sehr, sehr wichtig ist für vieles, für ein angenehmes Stillen und keine Brustentzündungen und so weiter. Das ist einfach, das habe ich nämlich dann leider erleben dürfen. Genau, sonst hätte ich es nicht erlebt, könnte ich euch jetzt nicht davor warnen, wie sensibel diese Phase ist, der Geburt, dass ihr wirklich auch allein seid, möglichst euch das so einrichtet, dass ihr wirklich das Selbstvertrauen in euch vorher erschafft, wirklich diesen Luxus oder dieses, den Luxus zu gönnen, euch diese naturgegebene Geburt zu gönnen, weil ihr so gut vorbereitet seid, dass ihr darauf vertrauen könnt, dass die Hebamme vielleicht nur im Nebenzimmer sitzt oder nur auf Abruf am Handy da ist. Und es geht. Ich sage euch hier, dass es geht, euch so gut vorzubereiten, dass ihr quasi eine Alleingeburt machen könntet. Und ja, ich
lasse es einfach jetzt mal so stehen. Das reicht jetzt erstmal. Viel Freude bei der Geburt. Eine friedliche, sanfte, verbundene Geburt mit euch selbst, mit eurem Kind, mit dem All-Eins. Ciao, eure Luisa von geburtsreflex.de.